Was denkt ihr, reicht es euch morgen? Das weiss ich nicht, das werden wir morgen sehen. Was macht ihr jetzt noch heute Abend? Jetzt tun wir uns moralisch, seelisch vorbereiten. Und nachher gibt es noch einen Auftritt beim Radio. Und dann gehen wir das Nachtessen und dann kommt die Nacht. Und der morgige Tag wird blitzartig vorbei sein. Er ist einer der Ersten, der jetzt die Lohnpolitik der Banken kritisiert hat. Er ist ein Sozialer. Ungültig. 2,37. Absolut mehr 119. 144 Schneider Ammann. Linie, was zählt, ist für den Bundesrat als Gesamtes, aber auch für unser Land ist das ein sehr guter Schritt. Gewählt ist mit 144 Stimmen. Est élu avec 144 voix. Johann Schneider-Ammann. Mit seiner Wahl sind nun erstmals zwei Berner Vertreter in der Regierung. Natürlich ein super Erfolg für unsere Region, für den Standort Langenthal. Das ist das, was wir uns eigentlich gewünscht haben, natürlich ein Vertreter mit einer solchen Persönlichkeit im Bundesrat. Schöner Sound, lange Töne. Das ist natürlich ein historischer Moment, weil das Kanton Bern jetzt zuerst einmal zwei Bundesräte im Bundesrat findet.
Peter Flück, das war einer, der zuvorderst gestanden ist, vor ein paar Minuten, wo es bekannt wurde, dass Johann Schneider-Ammann putzt. Ja, also, ich werde jetzt auf das ausbildet, oder? Mit Zeitakkreditierung, Corona und Kämpfe. Der kommt auch noch nach draußen auf den Bundesplatz, wo er mit Musik und Begeisterung empfangen wird. Was bedeutet Ihnen diese Unterstützung aus dem Volk? Das ist wahnsinnig wichtig. Ich freue mich sehr, dass das Volk da ist. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass die Stadt Langenthal hier ist, mit der Stadtmusik hier ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Firma da sind. Was braucht man jetzt? Die neue Herausforderung ist gewaltig, das bin ich mir sehr bewusst. Und ich werde mit allem Engagement versuchen, meinen Beitrag zu leisten, natürlich für die Leute. Und wenn dann im Umkehrschluss klar wird und spürbar ist, dass man unterstützt ist, dann beginnt es zu tragen. Danke vielmals.